Zuschauer, Journalisten, Fans, seid ihr bereit für mein neues Haus und noch mehr Promis? Live aus Köln, Promi Big Brother, der Countdown. Und hier ist mein persönlicher Pressesprecher, Kevin Körper. Ja, von der rein fiktiven Pressekonferenz quasi jetzt in die offizielle Pressekonferenz. Und herzlich willkommen damit zu Promi Big Brother, der Countdown. Nicht nur unser Presseevent, sondern auch unser großes Community-Event. Und da sind wir unserer PBB-Community auch absolut schuldig, denn wir feiern in diesem Jahr 2022 nichts Geringeres als die 10. Staffel Promi Big Brother. Und deshalb haben wir uns heute mal in unserem neuen Studio, haben wir es bequem gemacht. Schön, dass ihr mit dabei seid, schön, dass Sie mit dabei sind. Sie können natürlich, liebe Journalistinnen und liebe Journalisten, jetzt diese Pressekonferenz nutzen, um Ihre Fragen zu stellen. Wie das funktioniert, das kennen Sie bereits. Sie haben ja den Teams-Link bekommen, da können Sie gerne bei meiner Kollegin Katrin Dietz Ihre Frage an Marlene Lufen und Jochen Schropp stellen oder natürlich auch allgemein zu dieser Jubiläumsstaffel Promi Big Brother und an alle Fans da draußen, die uns jetzt live über Join zugeschaltet sind. Ihr könnt euch jetzt die Join-Me-App runterladen. Ist kostenlos, könnt ihr auf iOS oder Android runterladen und dort bei Promi Big Brother einfach eure Frage zu dieser Jubiläumsstaffel hier an uns stellen. Das alles machen wir möglich, aber noch viel mehr. Ja. Wir haben nämlich heute die ersten exklusiven Szenen aus dem neuen Haus. Wir zeigen das neue Haus und vielleicht haben wir auch noch den ein oder anderen Promi im Gepäck, der ab morgen auch dabei ist in unserer Jubiläumsstaffel. So, das alles in den nächsten Minuten. Lehnt euch zurück, macht's euch bequem und ja, erstmal herzlich willkommen in unserem neuen Studio und ich habe natürlich absolut nicht die Ehre, dieses Studio heute einzuweihen. Es ist ausgeliehen, ich werde nachher nochmal durchwischen, dass es auch alles poliert ist bis morgen um 7:45. Nein, Sie sind ab morgen hier, Herr und Frau im Ring, nämlich unser Moderatoren-Duo, das ab morgen hier herrschen wird, im Wohnzimmer von Promi Big Brother. Hier sind Marlene Lufen und Jochen Schropp. Guten Morgen. Guten Morgen, Kevin. Eine sehr ungewohnte Zeit, ne, für euch wahrscheinlich auch. Ja. Sollen wir direkt zum Sofa gehen? Zeit ist schon, das stimmt. Also im Grunde genommen ist doch das Leben, ganze Leben ein Fluss. Das hast du schön gesagt. Ach so. Stimmt, man hört euch ja noch gar nicht. Jetzt hört man uns. Also, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Marlene und Jochen haben nur positiv über euch geredet in der Zeit. Also. Das stimmt. Und wir haben gesagt, dass es egal ist, ob morgens oder abends. Wir sind echt schon voll im Fieber und freuen uns unglaublich toll auf diese Staffel, die morgen Abend beginnt. Und komplett Ballaballa, wie wir gelernt haben. Ne? Komplett Ballaballa sind wir auch schon, auf jeden Fall, bei diesem Lied von Herrn Wolfschmidt. Das stimmt. Genau. Aber du hast es gerade eben schon gesagt, Uhrzeit spielt eigentlich jetzt die nächsten 2,5 Wochen auch für euch keine Rolle mehr. Ja. Jochen moderiert Promi Big Brother seit 2014. Du bist seit 2018 mit dabei. Ich weiß, dass du sehr treue Zuschauerin auch der ersten Staffel natürlich warst. Ja. Was verbindet ihr denn, wenn ich euch den Begriff Promi Big Brother zuwerfe? Ad hoc, was ist das Erste, was euch in den Sinn kommt, Jochen? Ich finde, das sind immer die intensivsten, aber auch mit die schönsten und spannendsten Wochen des Jahres. Jetzt mussten wir 1,5 Jahre warten, bis es wieder losgeht. Es ist ein bisschen anders, aber es ist wunderschön hier in diesem Studio. Das ist mega. Es macht richtig viel Spaß. Und und seit Marlene dabei ist, also wir haben uns so aufeinander gefreut. Wir sind einfach ein richtig gutes Duo. Wir haben letzte Woche noch 2 Tage Frühstücksfernsehen gemacht, um uns einzugrooven. Und nach 5 Minuten war es irgendwie schon so, ja gut, jetzt können wir eigentlich direkt loslegen. Ja, genau. Für mich ist Promi Big Brother immer Bewohner. Ich muss sagen, wenn ich das erste Mal höre, und ich habe es jetzt schon einmal gehört, also wir haben ihn ja nicht gesehen, aber Big Brother schon gehört, das ist einfach, er kriegt fast Gänsehaut. Das macht so viel Spaß, weil in keiner anderen Reality-Show wird halt etwas gelenkt vom großen Bruder von Big Brother. Ja. Bei uns schon. Das hat immer dafür gesorgt, dass auch die Bewohner im Haus in so einen bestimmten Modus kommen. Die haben ja unheimlich Respekt und auch Angst vor ihm. Zu Recht auch. Genau, zu Recht. Und es wird Sie dieses Mal viel erwarten, das kann man sagen. Definitiv. Wir haben im Vorfeld auch über die Join-Me-App schon mal unsere Community gefragt, was die mit 9 Staffeln, die wir ja gesehen haben, Promi-Big-Brother verbinden. Ich lese jetzt nur mal stellvertretend die meistgevoteten vor. Und wir alle, wir merken es, so ist es jedes Jahr, haben direkt wieder Bilder vor Augen. Ja? Absolut. Manchmal will man die auch gar nicht mehr vor Augen haben, aber egal. Martin schreibt zum Beispiel hier, Emmy beim Penny-Einkauf. Ja, mega gut. Oh, sehr gut, ja. Wir erinnern uns dran, auch Lilo von Kiesenwetter ist meine Favoritin beim Penny-Einkauf mit Storno. Violato hat noch hier geschrieben, Rudi und Nino de Angelo.
Ja, ja, das war so ein bisschen melodramatisch, muss man sagen, aber auch das hat sehr, sehr viel Freude bereitet. Da habe ich noch als Zuschauerin zugeguckt und dachte wirklich, das macht so viel Freude. Mir geht es, also ich gucke nicht viele Reality-Shows, aber Promi Big Brother und eine andere, die gucke ich auch ganz gerne, aber Promi Big Brother ist für mich die Number One und genau solche Momente sind halt so ikonisch, dass man die auch 10 Jahre später nicht vergisst. Ja, absolut. Das stimmt. Ich frage mich, zählen wir Rudi eigentlich offiziell in die Statistik als Bewohner? Oder ist das, also wir hatten, hat er Gage bekommen? Wir hatten tatsächlich, ich habe es mir notiert, 123 Promis bereits in den Staffeln, ohne die aktuelle. Okay, aber dann muss ich sagen, weil es ist wirklich manchmal, man weiß, jetzt nach anderthalb Jahren müsste ich wirklich sehr überlegen, wer jetzt irgendwie bei der letzten Staffel dabei ist. Aber dann muss ich mir keine Sorgen machen, bei 123 Promis, die kann man nicht alle auf dem Schirm haben. Nee, teilweise kennen die auch sich selbst nicht mehr untereinander, glaube ich. Ja. Das ist ja immer das Ding. Und dann noch stellvertretend Gummi. Bade hat noch geschrieben, die Freundschaft zwischen Icke Hüftgold und Werner Hansch. Das ist noch gar nicht so lange her. Das war auch sehr schön. Das stimmt, das stimmt. Ich fand, Hupsi ist für mich All-Time-Favorite-Bewohner. Absolut. Ja. Der ist ja so unglaublich gewesen und so einzigartig in seiner Art, auch in seinem Humor. Und man könnte natürlich auch mal denken, ach, da wurde ja über ihn gelacht. Aber nein, der hat ja so viel Entertainment auch noch gehabt. Ja. Der kann auch gut über sich lachen. So. Also deswegen war das, glaube ich, immer ganz gut. Das ist sowieso, glaube ich, wichtig, wenn man zu Promi Big Brother geht, dass man auch über sich selbst lachen kann. Definitiv. Ja. Also gilt wahrscheinlich aber auch für euch in der Moderation. Es ist was Besonderes, oder? Promi Big Brother zum Beispiel. Auf jeden Fall. Es ist wirklich was Besonderes. Und das Schöne an so einem großen Format wie Promi Big Brother im Vergleich zu vielen lustigen kleineren Formaten ist, dass eben wirklich so große Stars aus der Vergangenheit auch sagen, in die Show gehe ich gerne rein. Wie zum Beispiel Hubert K. oder viele andere tolle Stars, die dann nochmal plötzlich auftauchen. Das haben wir in dieser Staffel auch wieder. Wir haben auch wieder Menschen, die man von früher kennt. Man kennt sie eben nicht nur aus anderen Reality-Formaten, sondern man kennt sie wirklich aus großen Filmen, aus dem Sport, aus unterschiedlichen Unterhaltungsbereichen und plötzlich sind sie da und zeigen spätestens nach Tag 3 ihre Persönlichkeit, ihr wahres Gesicht. Ja. Die Masken fallen. Ja, die Masken fallen. Haben wir immer irgendwann mal in der Moderation, auf jeden Fall, jede Staffel. Und ich will zeigen, wer ich wirklich bin. Das ist auch immer ganz wichtig. Genau. Ja. Ich habe mich erinnert, das war deine erste Staffel, Jochen. Damals hieß es Promi Big Brother mit dem Untertitel Das Experiment. Und das war zum allerersten Mal dieser kongeniale Kniff, zwei Bereiche zu etablieren. Und das hat sich ja dann auch sehr gut etabliert und durchgezogen. Was war eure Lieblingswelt in den vergangenen Staffeln? Habt ihr da eine? Also ich muss sagen, die Märchenwelt, das ist jetzt natürlich noch nicht so lange her, aber die Märchenwelt war einfach wunderschön. Also da hat man einfach direkt so Kindheitserinnerungen gehabt und so. Die war sehr spielerisch. Ich glaube, die war jetzt nicht die beliebteste beim Publikum, aber ich mochte auch das Alles und das Nichts, weil ich einfach dachte, wer kommt auf so eine beknackte, verrückte, abgefahrene Idee, ein Nichts zu machen, einfach eine leere Wohnung zu bauen. Das hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Ich muss sagen, für mich war es die Kanalisation. Also, lustigerweise erinnert man sich dann doch immer nur an die gruseligen, an die ollen Bereiche. Die Kanalisation und der Keller, wo die, glaube ich, zum ersten Mal mit Secondhand-Klamotten oder auch dritte, vierte, fünfte Handklamotten ausgestattet wurden und einfach so absurd aussahen. Sie sahen eigentlich aus wie Hipster aus Berlin, aber in diesem danach Kontext... Danach wurde es Trend. Ja, danach, wir haben es zum Trend gemacht, genau. Das waren wirklich für mich ganz tolle Staffeln. Beides noch Staffeln, wo ich als Zuschauer dabei war. Und für mich war 2018 das dann wirklich also einfach so ein Geschenk des Himmels, ja? Dass ich gefragt wurde, hast du Lust, möchtest du Promi Big Brother moderieren? Und ich so, what? Und seitdem ist es einfach sehr, sehr schön. Jede Staffel für uns beide ist immer noch mal leichter und noch spielerischer. Also ich habe nur Vorfreude. Ich denke nicht daran, okay, 20 Tage am Stück, das ist auch eine lange Zeit, wenn man jeden Abend eine Sendung macht. Das ist auf jeden Fall auch viel Disziplin, aber es ist vor allem eine große Freude und ein ganz tolles Team. Es läuft halt mittlerweile hier auch, muss man einfach sagen. Also es läuft einfach. Wir sind eingespielt und genau. Ja, und die Zuschauer lieben es. Ist natürlich auch immer einfacher, wenn man eine Sendung moderieren darf, die einfach gern gemocht wird, die Zuschauer lieben und wo sich alle freuen können über Erfolg. Jetzt haben wir so viel zurückgeblickt, haben diverse Welten hier schon durchgespielt. Aber wir sind natürlich jetzt alle mega gespannt und jetzt bitte alle aus euren WhatsApp-Gruppen zusammentrommeln. Wir werden jetzt zum ersten Mal sehen, in welche Welt es 2022 geht, in der Jubiläumsstaffel. Was hält Big Brother für uns bereit? Und wir durften vorab einmal ins neue Haus gucken. Und das teilen wir euch mit euch natürlich sehr gerne. Ich bin schon sehr gespannt und ihr natürlich genauso. Denn ganz Reality Deutschland fragt sich, was befindet sich hinter dieser Tür?
Ich kann es euch sagen, das neue Haus von Promi Big Brother der Jubiläumsstaffel 2022. Und der erste Bereich, den wir uns jetzt angucken dürfen, heißt die Garage. Das ist sie. Man könnte Big Brother bös unterstellen, dass er unsere Promis hier einfach kurzerhand für ein paar Tage parken will. Was Big Brother hier in der Garage nicht noch alles ausgekramt hat. Sein altes Gefährt, wir kennen das noch intern, da ist er jeden Tag mit zur Arbeit gefahren. Aber für die Promis kann sich das als sehr hilfreich erweisen. Zum Beispiel mit den Isomatten. Die liegen hier natürlich relativ prominent im Kofferraum von unserem Vehikel. Man muss aber erstmal auf die Idee kommen, dass das auch als Schlafplatz oder Chill-Out-Area genutzt werden kann. Einfach mal durchatmen ist hier nicht gegeben. Wir sind nämlich im Raucherbereich der Garage. Ich könnte mir allerdings vorstellen, weil das hier auch relativ gut isoliert ist nach unten, dass es bestimmt Platz für die ein oder andere Lästerei hier oben gibt. Ja, viel bietet der Kühlschrank hier in der Garage noch nicht, aber das kann sich ändern, denn schon mal unter uns gesagt, es gibt natürlich wieder auch die Möglichkeit, einkaufen zu gehen. Den Mechanismus, den kennen viele Promi Big Brother Fans noch. Wer sich hier nämlich waschen will, duschen will, was auch immer, der braucht eine zweite Person zur Hilfe, um das hier in Gang zu setzen. Denn Wasser gibt es nur, wenn man hier am Rad dreht. Ich habe das Sprechzimmer entdeckt und hier gibt es eine Decke. Das trifft sich sehr gut, weil warm ist die Garage jetzt nicht. Das kennen viele natürlich von zu Hause. Hier im Sprechzimmer werden wir wieder allerhand Geheimnisse unserer prominenten Bewohnerinnen und Bewohner erfahren. Ich persönlich hoffe jetzt endlich nach gefühlt einer ewigen Zeit in den zweiten Bereich wechseln zu dürfen, der hoffentlich ein bisschen wärmer ist. Und dann kommt man aus der Garage raus, erwartet endlich den Aufstieg, ja, endlich oben angekommen als Promi bei PBB. Und dann ist alles ganz anders. Denn das hier ist er, der Dachboden von Promi Big Brother 2022. Und ich kann mir jetzt schon bildlich vorstellen, wenn sich irgendwann die Wege beider Bereiche kreuzen, diese elende Frage, welcher von den beiden ist jetzt eigentlich der bessere und welcher der schlechtere Bereich? Zum Start wird Big Brother unsere Promis nämlich aufteilen. Ein Teil zieht in die Garage, der andere Teil zieht hier auf den Dachboden und voneinander wissen die natürlich überhaupt nichts. Das ist schön. Hier auf dem Dachboden gibt es im Übrigen allerhand zu entdecken. Big Brother hat sich nicht lumpen lassen und alles an Material hier hochgeschafft, was es gibt. Zum Beispiel, wenn man denn auf Essenssuche ist und eine Ration will, dann muss man sich diesem Koffer bedienen und da finden wir allerhand leckerer Konserven, die wir noch so gefunden haben. Ja, zum Beispiel hier die zarten Filets sind heute im Angebot, sehr zu empfehlen. Oder man muss sich eben einfach mit einer Portion Kartoffeln begnügen. Sieht alles nicht sehr appetitlich aus, reicht zum Überleben, aber richtig geil ist es halt nicht. Ho, ho, ho. Es ist Vorweihnachtszeit, auch auf dem Dachboden darf der Nikolaus natürlich nicht fehlen, der hier seit Jahren rumsteht und jedes Jahr ausgekramt wird. Ne? Ist klar, man kennt's. Hier gibt's im Übrigen noch eine kleine Vorrichtung, eine Kurbel, denn man kann es sich hier schon wohnlich machen auf dem Dachboden, um dieses exklusive Menü zu genießen, was wir gerade eben in Form von Konserven gesehen haben. Dieser Tisch hier oben, der kann mit dieser Kurbel heruntergelassen werden und dann ist das schon fast wohnlich, würde ich sagen. Man kann es eigentlich recht gut hier oben zusammenfassen, was die Großmutter noch hatte, ja, das steht hier oben rum. Hier ist auch ein Raucherbereich und zum Glück gibt es wenigstens einen Teddy, der einem etwas Wärme schenkt, denn man kennt es vom Dachboden. Gut geheizt ist anders. Also Big Brother, ich fasse das Ganze, was in den letzten Minuten hier passiert ist, ganz kurz nochmal zusammen. Es gibt die Garage und es gibt den Dachboden. Es gibt einen schlechten Bereich und es gibt einen noch schlechteren Bereich. Lassen wir das mal so stehen und freuen uns auf die Startshow am Freitag. Das ist es. Gibt es vielleicht womöglich noch einen noch anderen einen Bereich? Anderen wir wissen Bereich. Es nicht. Wir wissen es oder ja ist gar es einfach richtig beschissen für unsere Promis dieses Jahr einfach nur. Also das, wir waren schon drin, Marlene und ich, ja. Und man muss sagen, die Garage sah jetzt weitaus größer, aus, als sie eigentlich ist. Und gerade auf dem Dachboden, da steht so viel rum, das ist echt krass. Also die müssen richtig aufräumen, um sich da überhaupt erstmal ein Plätzchen zu machen. Und vor allem so ein bisschen Spinnenweben sind natürlich auch Deko. Und viel Schmutz ist auch echt, haben wir festgestellt. Ja, das stimmt. Ja. Also wer Allergiker ist, der hat da oben, schon Probleme, haben wir auch gesehen. Aber du hast es jetzt gerade gesagt, weil ihr wart ja auch fürs Frühstücksfernsehen drin, sind wir, glaube ich, morgen früh. Ja. Genau.
dass du diesen Tisch auch gar nicht gesehen hast. Also du musst dir da erstmal auch alles zusammensuchen. Wir haben den Tisch erstmal gar nicht gesehen und es ist ja kein Geheimnis, dass unsere Prominenten auch immer 2 Tage vor Sendestart einziehen. Also gestern sind eben schon ein Teil der Prominenten auf jeden Fall schon eingezogen und ich glaube, wir haben ja gestern ein bisschen geguckt im Livestream, den wir zu Hause haben. Wir haben es nicht gesehen, dass die diesen Tisch irgendwie also wahrgenommen haben. Ganz viel haben, haben die noch nicht entdeckt. Die waren erstmal nur mit sich selber beschäftigt und es haben schon so absurde Gespräche stattgefunden. Nicht jeder ist dem anderen intellektuell gewachsen, könnte man sagen. Auf der anderen Seite hat es auch schon sehr viel wirklich lustige Momente gegeben, beeindruckende. Darauf freuen wir uns dann jetzt auch. Das sehen wir natürlich dann auch erst morgen Abend, was daraus wird. Gleich auch schon ein bisschen was. Big Brother hat uns ein bisschen was schon mal abgelegt. Oh wow, das ist ja toll. Ganz exklusiv von den Bewohnerinnen und Bewohnern, die gestern schon eingezogen sind. Gucken wir uns gleich an. Wollen wir einmal ganz kurz den Check machen? Ja. Für alle, die es jetzt nicht mehr auf dem Schirm haben, wer ist da jetzt überhaupt dabei und wer ist da drin? Wen sehen wir gleich und wen sehen wir ab morgen? Das hier sind unsere 12 bisher bekannten, offiziell bekannten Bewohnerinnen und Bewohner. Und wir können ja einfach mal kurz so abchecken, was glaubt denn ihr, wer könnte da drin Probleme bekommen? Jetzt kennen wir die Bereiche. Wer fühlt sich da wohl, wer nicht? Wer wird sich wohlfühlen? Sie fühlen sich am Anfang ja immer wohl, ne? Und sind der Meinung, es wird alles schön. Aber ich glaube, dass Sam Dillon auf jeden Fall Potenzial hat, richtig anzuecken, glaube ich. Und wir haben gestern schon ja sehen können, dass sie eingezogen sind. Sam und Valentina haben sich so ein bisschen auf eine Seite geschlagen. Es wird natürlich wieder Paare geben oder Gruppen geben, die sich besser verstehen und die anderen eben so ein bisschen ausgegrenzt. Was glaubst du, wer hat denn große Chancen auch auf den Sieg, Marlene? Also auf den Sieg, ich würde sagen, Menderes hat wieder eine gute Chance. Alles, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe, habe ich wieder gedacht, ich weiß nicht warum, aber es berührt mich, wenn der Mann spricht. Irgendwie ist der wie kein anderer, ne? Und das mochte ich gerne, auch was wir im Vorfeld jetzt schon gesehen haben. Michaela Schäfer ist viel schlauer, als man denken könnte. Ist ein schlaues Mädchen. Ist ja jetzt schon auch über 40, aber die ist eine Granate. Nee, die ist gerade 39 geworden, hat sie gestern gesagt. Sie wird 40 im nächsten Jahr. Oder sie feiert ihren 39. Geburtstag zum 5. Mal, das weiß ich jetzt. Und soll ich euch was sagen? Ja. Menderes hat seinen Geburtstag im Hotel verbracht. Oh. Er wurde 38 und war in Hotelquarantäne schon, bevor er eingezogen ist. Aber der hat halt einfach schon viel Einsamkeit und viel, viel Härte in seinem Leben grundsätzlich erlebt. Deswegen glaube ich nicht, dass er damit große Probleme haben könnte. Sam Dillon sehe ich auch so. Ich glaube, Valentina wird die ganze Mannschaft noch durchmischen. Ich freue mich auf Jörg Dahlmann, weil das ist ein Sportreporter, der war früher auch beim Frühstücksfernsehen. Ich kenne ihn noch von vor 20 Jahren. Und der ist ja wirklich mit Schimpf und Schande, weil er 2 blöde Sprüche gemacht hat, gekündigt worden, weg vom Fenster. Das ist auch so ein bisschen Teil unserer Kultur, diese Cancel-Kultur. Ich glaube, dass es eigentlich ein ganz, ganz netter Mensch ist. Da bin ich gespannt, ob er noch einen raushaut oder was er von sich zeigt. Ja. Und wir haben ja auch sehr viele Reality-Neulinge drin, das muss man auch mal sagen. Natürlich die alten Haudegen, wo man glaubt, die wissen ja schon, wie es läuft. Auch da gibt es immer wieder Überraschungen. Zum Beispiel Doreen Steinert, die Jüngeren erinnern sich an Nupagadi. Und die war noch nie in so einem Format. Ne? Also die hat zwar so diese Doku-Soap-Erfahrungen durch Popstars, aber war noch nie unter 24-stündiger Beobachtung. Auch da bin ich sehr gespannt. Oder auch Jörg Knörr. Ja? Absolut. Also, und Jörg Knörr kommt ja nicht alleine, der hat 50.000 Stimmen mit im Gepäck. So, und er hat sich auch schon, habe ich gehört, auf Big Brother Stimme vorbereitet, indem er dann auf dem Klo sitzt und alle anderen überrascht mit seiner Big Brother Stimme. Ich bin sehr gespannt, ob er es drauf hat. Ich warte noch auf den Moment, dass Big Brother sagt, Valentina, die hat ja gesagt, sie lässt sich jedes Format tätowieren, bei dem sie teilgenommen hat. Ja, da ist schon einiges am Platz weg inzwischen, aber vielleicht kommt ja auch noch ein schönes Auge dazu. Wer weiß das schon? Davon geht es. Ich könnte mir vorstellen, dass Big Brother das in die Wege leitet. Überraschung gibt's. Big Brother sitzt im Publikum, vielleicht schreibt er mit. So. Grüße. Also, das waren jetzt erstmal so unsere 12 und ihr habt es ja gerade schon gesagt, die sind gestern eingezogen, damit wir natürlich morgen auch schon ein bisschen was sehen und damit sie und damit ihr jetzt auch schon was seht, denn wir haben die ersten Szenen, wie sich die ersten Stunden in der Garage und auf dem Dachboden so entwickelt haben und da können wir jetzt live, nicht ganz live, aber fast live reingucken und schauen mal. Deswegen setze ich mich Tanja auch ganz brav Tischewitsch auf die Beifahrerseite und Michaela Schäfer. So, let's go. Ich bin ja Kölnerin, ich kenne mich hier aus. Glauben Sie, dass Sie wieder rausfahren können? Ich glaube, das ist so ein bisschen noch die Hoffnung. Ne?
So, Sam. Die waren auf jeden Fall in der Garage und diese beiden hier sind im Dachboden. Ja. Und inspizieren den Dachboden. Die wissen ja gegenseitig eben auch nicht voneinander. Die wissen auch nicht von dem anderen Bereich. Das ist auch diesmal genau. sehr spannend. Noch wissen sie nichts davon. Das wird sich dann höchstwahrscheinlich ändern. Aber ja, Sam hat erstmal weihnachtlich geschmückt. Und da sehen wir Rainer Gottwald, Boxmanager. Der Boxpromoter. Der auch erstmal den Mädels die komplette Karriere erstmal vorgebetet hat, was er alles gemacht hat, wen er groß gemacht hat und zu welchen Boxkämpfen man eigentlich wirklich gehen muss. Aber das ist ja auch immer das Schöne, wenn sie sich gegenseitig erstmal vorstellen müssen. Ja. Nach zwei Tagen, wer bist du eigentlich? Ja, das stimmt. Ich fand auch sehr schön, wie man hier beobachten kann, die Mädels haben ihm den Haushalt gezeigt und er hat dann die Luftmatratzen aufgeblasen als starker Kerl. Also irgendwie Gentleman. Als Gentleman. Genau. Vielleicht plant er schon das nächste Promi-Boxen als Promoter. Ja, und wieso geht es heute los, Leute? Habt ihr euch das auch mal gefragt? Ja, warum geht es heute los, ne? Ja, damit wir morgen schon was zu sehen haben. Diana Schell und Tanja Tischewitsch haben übrigens eine gleiche Vergangenheit, weil sie beide Homeshopping-Erfahrungen haben. Das kann ich auch sich aber nicht. Nee, kann sich nicht, ja. Diana Schell bei HSE. Ist ja so eine richtige Ikone beim Homeshopping. Das hat man auch, finde ich, gemerkt. Die hat so eine richtige Kodderschnauze. Und sie hier muss erst mal vapen. Ja, meine ich, aber so ist genauso alt wie meine Kinder. Da merke ich irgendwie dann doch eine ganze Menge Themen oder beziehungsweise Handlungen, die diese Generation so macht. So, da wird schon mal jetzt probiert. Natürlich kann das Auto auch genutzt werden, um darin zu nächtigen. Ja, das haben wir uns gefragt, als wir da unten in der Garage waren. Wo schläft man da? Klar, kannst du natürlich diese Luftmatratzen einfach auslegen, aber so richtig viel Platz war auch für die Luftmatratzen nicht. Aber ich meine, ich habe schon lange nicht mehr im Auto geschlafen, aber die Nächte, die ich im Auto verbracht habe, waren jetzt nicht unbedingt die gemütlichsten. Nee. Aber vielleicht die aufregendsten. Gibst du, Jochen? Nein, Marlene. So, wir hören mal. Was Sie sagen so zu Ihrem neuen Haus? So schrecklich in Anführungsstrichen ist schon bitter, ja. Man sieht die Tattoos gar nicht bei Valentina. Noch also klar, ein Whirlpool irgendwie und ein King-Size-Bett wäre mir natürlich lieber, aber ich glaube, es gab schon schlimmere, ärmere Bereiche. Also ich muss jetzt nicht hier zwei Wochen abhängen, aber ist okay. Drei Wochen, Jay, drei Wochen. Ja. Zwei-Sterne-Hotel. Ist doch super. Wir haben fließendes Wasser, wir haben Essen, wir haben sogar Schlafsäcke. Also irgendwie ist alles da. Ist mir irgendwie noch, irgendwie habe ich kein gutes Gefühl. Das ist alles noch zu gut. Warten wir mal, bis die Ersten vom Dachboden berichten. Ne? Da freue ich mich am meisten drauf. Das waren jetzt natürlich die ersten 12, die wir hier gesehen haben. Aber wir haben versprochen, und das machen wir natürlich auch wahr, dass wir heute hier auf unserem kleinen Fan-Event der Countdown auch noch weitere neue Promis enthüllen dürfen. Und wir machen den Anfang. Hier ist Bewohner Nummer 13. Ja, man sieht, die Frisuren waren schon immer sehr ausgefallen. Aber Gott sei Dank kann ich mir heute den Friseur selber aussuchen. Damals hat auch meine Mutter geschnitten. Mein Name ist Patrick Hufen, den Zuschauern bekannt als der Versicherungsdetektiv. Ist auch mein richtiger Job und tatsächlich Schadenregulierer und mache das jetzt seit 14 Jahren im TV. Die Flutkatastrophe, also ich mache den Job jetzt seit 20 Jahren, also das hat mich wirklich mitgenommen. 14 Tage war ich dann irgendwie mehr oder weniger jeden Tag da. War wirklich ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Warum Promi Big Brother? Ich finde dieses Experiment total toll. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie Schullandheim 87 im Westerwald. Scheiß Wetter. Für mich ist das so eine Art Schullandheim für Erwachsene. Sah scheiße aus, ganz genau. Ich kann mit dem Kopf nichts anderes machen. Wenn da kein Haargel ist, dann sehe ich aus wie Yogi Löw. Ich liebe Fußball spielen. Ich kann eigentlich in keinem Sportgeschäft vorbeigehen, ohne den Ball einmal anzufassen und zweimal aufzutippen. Ihr wisst Bescheid, ich bin dabei. Ich hoffe, es kommt niemand zu Schaden. Und ihr wisst, ich habe euch alle im Auge. Ja, wir dich auch, Patrick, ab morgen. Und zwar sehr genau. Patrick Hufen, Versicherungsdetektiv, 13. Bewohner bei Promi Big Brother 2022. Eure erste Einschätzung. Ganz
ganz sympathischer Typ, finde ich. Ja, sehr sympathischer Typ. Ich glaube, der wird vieles abfedern, weil er einfach ein ganz ruhiger Mensch ist, der, glaube ich, auch gut vermitteln kann. Das braucht er im Job, glaube ich, auch oft. Wobei man natürlich auch aus der Vergangenheit weiß, dass oftmals Menschen eine ganz andere Seite auf einmal zeigen. Ne? Und da bin ich gespannt, ob er das so seine gute Ausgeglichenheit so durchziehen kann. Mich interessiert auch sehr seine Frisur, wenn das Haargel ausgeht, weil ich glaube nicht, dass Big Brother ihm erlaubt, dass er das mitnehmen darf. Mal sehen. Wir wissen es nicht. Vielleicht kann er sich es irgendwann erspielen oder so. Ja. Ja. Tattoo, Haargel, das ist für alles gesorgt. Bei ihm natürlich auch interessant, auch Reality-Neuling. Er kommt auch noch mit auf diese Seite, hat noch nie an so einem Format teilgenommen und sagt auch von sich selbst total ehrgeizig, ne, will gewinnen, wenn er da teilnimmt und mal sehen, wie lange die Motivation hält. Bei unserem nächsten Bewohner hält die Motivation wahrscheinlich ewig. Ja? Das ist Bewohner Nummer 14. Ja. 5.2.89 geboren in Oldenburg. Geiler Sack, geiler Typ, will groß rauskommen. Ich bin Jeremy Fragrance, der Nummer 1 Parfüm-Influencer auf der ganzen Welt. Ich verdiene Millionen Euro und kriege $25.000 für ein TikTok-Video, in dem ich sage, alright guys, this is sexy fragrance, wear it in the daytime. Baby. Ich habe 5,9 Millionen Follower auf TikTok, ich habe irgendwie 1,9 Millionen Follower auf YouTube. Ich habe mehr Einschaltquoten als ihr! Hier ist Jeremy Fragrance! Nein! Meine beiden Eltern sind aus Polen, die haben mich katholisch erzogen. Amen. Und Glaube ist wichtiger als alles andere. Das irdische Ziel, Jeremy Fragrance, die Nummer 1 Parfüm-Ikone. Und das ultimative Ziel ist natürlich, in den Himmel zu kommen. Number one, number one, number one. Das finde ich geil. Golden Rolex. Bam. Roter Ferrari. Habe ich auch. Klingt so dekadent oder so. Aber ich weiß, ihr findet so ein Shit auch geil. Und wenn ich was irgendwie im Fernsehen mache, dann will ich auch bei den geilsten Dingen dabei sein. Und das ist Big Brother. Ich komme auch gleichzeitig aus der armen Gegend und ich dusche jeden Tag arschkalt und esse nicht so viel. Also ich hole mich jeden Tag selber eh auf den Boden der Realität. Also kein Stress, Jungs. Kraft! Power! Strength! Promi Big Brother, ich hab voll Bock drauf. Und das wird echt, das wird was Krasses. Let's go, guys. We just get started. Yeah, Jeremy Fragrance ist dabei. So, jetzt ist es raus. Ich sage mal eine Sache. Ich habe es meiner Tochter vor ein, zwei Tagen heimlich erzählt. Mhm. Die hat einen Schreikrampf bekommen und mir gesagt, um Gottes Willen, ich wollte als Jeremy Fragrance an Karneval gehen. Ja. Also dieser Typ ist auch eine Inspiration zumindest für junge Leute, für Karneval, für Kostüme, für Fasching. Weil niemand ist so wie dieser Kerl. Und ich glaube, von dem können wir ganz viel erwarten. Ja, ich muss aber sagen, also wir haben ihn ja gestern schon beim Einzug gesehen. Mhm. Und ich war Fan, tatsächlich. Also wenn ich mir die Videos angucke, denke ich auch, was für ein krasser Typ oder auch das jetzt eben. Ne? Aber gestern hat er mir irgendwie ganz gut gefallen. Aber glaubt ihr, dass das eine Rolle ist oder ist der wirklich so? Das ich finde, dass er gestern keine Rolle gespielt hat, sondern hat er einfach nur aus seinem Leben erzählt. Ich meine, er denkt halt auch, Sie können sich freuen übrigens, dass wir alles für Sie vorsichten und schneiden. Denn er denkt ja eigentlich, er labert ja die ganze Zeit und denkt, das kommt alles in die Sendung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der immer so ist. Der wird jetzt nicht 3 Wochen lang so sein. Nee. Und dann ist es interessant, was steckt da noch dahinter? Aber der hat ja selber sich kreiert für die Öffentlichkeit und niemand sagt ihm so zu sein, sondern das hat er sich so ausgedacht. Mein Lieblingsmove ist, wie er dann abgeht auf Parfum. Ich muss das habe ich so noch nicht erlebt. Und aber 10 Sekunden Reel, $25.000. Das hat er, glaube ich, gestern auch 50.000 Mal erwähnt. Wenn es denn stimmt. Bestimmt stimmt das. Ja, glaube ich. Aber wenn wir das voraussetzen, dass alles stimmt, was er so in der Öffentlichkeit sagt mit Rolex und Ferrari, was glaubt ihr, ist die Motivation für jemanden wie ihn da mitzumachen? Also er hat es zwar eben gesagt, aber was ist die Er will halt noch bekannter werden. Er will eine andere Fanbase haben. Aber er hat auch viel mehr Zuschauer als wir. Er hat mehr Zuschauer. Er macht auch einen Verlust, hat er auch gesagt, dass er jetzt bei uns ist. Ist auf jeden Fall ein Verlust. Ein Geschäftsverlust, ja. Aber er hat ja zum Beispiel nur eine Rolex, weil er sagt, was soll ich mit mehreren Uhren? Ich kann eh immer nur eine tragen. Er hat nur eine Rolex und nur einen Maserati. Das also muss man auch mal sagen. Ich glaube, es ist halt so ein ganz bestimmtes gesellschaftlicher Bereich, wo er wirklich schon ein Superstar ist. Haben wir ja eben auch bei Klaas gesehen, ne? In der Late-Night-Show. Da war er nun auch schon zu Gast. Das heißt ja, dass der irgendwo echt eine Berühmtheit ist. Aber ich glaube, so meine Generation, wir kannten den alle gar nicht unbedingt. Und das will er halt erreichen. Er will überall berühmt werden. Die Motivation ist Fame. Man muss es
ganz einfach so sagen. Ich bin mega gespannt. Also ganz persönliche Meinung auf Jeremy. Ich könnte mir vorstellen, dass er dem einen oder anderen Bewohner ein wenig auf den Sack geht. Auch das werden wir sehen. Ist schon passiert, Marlene. Vielleicht sehen wir da gleich noch was zu. So, aber das waren 14 und jetzt machen wir es auch offiziell den Bums. 15 Bewohnerinnen und Bewohner haben wir in diesem Jahr. Und die letzte, die haben wir jetzt sogar live zugeschaltet. Und das ist Kathi Karrenbauer. Oh. Hallo Kathi. Hallo. Oh. Morgen. Gut siehst du aus, gut siehst du aus. Und endlich darfst du noch mal mit der Außenwelt kommunizieren, nach so vielen Tagen im Hotel. Ja, Mensch. Wie geht's dir? Wie lange bist du jetzt im Hotel gewesen? Hast niemanden gesprochen, hast dein Handy nicht, weißt nicht, was außen passiert? Ja, so ist es. Das fällt mir ein bisschen schwer. Ich denke mal, 6 Tage bin ich hier. Wahnsinn. Ihr seid ein bisschen versetzt, deswegen muss ich mal ein bisschen warten. Ja, 6 Tage. Ich bin natürlich im Hyatt, ich gucke auf den Rhein. Also es ist wunderbar hier. Du lügst doch. Ich habe die Suite. Wollte sagen, die anderen waren nicht im Hyatt. Glück gehabt. Man tritt sich ein bisschen selbst auf die Füße. Putzen muss man auch selber, weil das nicht ein großes Problem ist. Aber man läuft zwischen Bett und dem kleinen Tischchen hin und her. Ich muss allerdings sagen, das Team ist klein, man wird super versorgt. Und ich habe 2 Kilo zugenommen. Vielleicht brauche ich die. Oh, das könnte wirklich hilfreich sein. Freust du dich gerade deswegen auch, dann endlich ins Haus zu kommen und einfach mal mit anderen Menschen zu sprechen, die du vielleicht auch gar nicht kennst? Ja, absolut. Also die Einsamkeit hier ist nichts für mich. Dann lieber schrille Menschen um mich herum, bunte Menschen. Und ich freue mich wahnsinnig. Es sind ja ein paar Namen durch die Presse gegangen. Ich hoffe, dass ein von denen dann noch drin sind. Ja, auf wen freust du dich denn besonders, wenn die Namen denn stimmen sollten? Ja, klar, wenn er dann dabei ist. Das verbindet seit 25 Jahren ein ewiges Wiedersehen. Und ich kenne ihn und seinen Zwillingsbruder. Das würde mich wahnsinnig freuen. Ich glaube, das wird sehr unterhaltsam. Jay Kahn geht durch die Presse, mit der dabei ist. Ebenso. Wir mögen uns sehr und das wäre top. Michaela mag ich sehr. Tolle Unternehmerin, natürlich auch ein bisschen die Gesellschaft spaltet, aber das ist für so eine Sendung. Und dann hörte ich, Mendel ist ganz zauberhaft. Wen hören wir noch? Ich glaube, wir haben im Hintergrund irgendein Stream noch laufen, kann das sein? Kathi, ich glaube, ihr habt im Hintergrund irgendeinen Stream noch laufen von uns. Deshalb hören wir dich ab und zu in der Rückkopplung doppelt. Vielleicht kann man das noch mal kurz checken. Aber lass uns kurz weiterreden. Und zwar, du warst ja auch, ich hab tief recherchiert, 2009 schon mal bei Big Brother dabei, bei der normalen Staffel als Gast. War die Sehnsucht dann doch so groß nach der Stimme? Oder warum hast du gesagt, da gehe ich jetzt auch noch mal in die Promi-Variante und zwar für länger? Ja, 2009 war ich als Gast da. Ich fand das total spannend. Ich bin dort durch die Katakomben gegangen und dann schlossen sich die Türen hinter mir. Das fand ich sehr eigentümlich. Und nein, grundsätzlich bin ich eine Abenteurerin. Wenn ich auf mein Leben zurückgucke, man hat ja hier dann doch ein bisschen mehr Zeit, dann habe ich so für mich festgestellt, hey, also, ich bin bei Vorjahr dabei gewesen. Damals gab es ja keine Reality-Shows als solche. Direkt danach, ein Jahr später, war ich auf Teneriffa und habe eine Spielshow gemacht mit Abseilen von der 35 Meter hohen Brücke in einen Canyon. Dann bin ich für ProSiebenSat.1 damals auf dem Camino Santiago gelaufen. 4 Wochen lang. Direkt danach, von da eine Woche später, bin ich nach Los Angeles und bin mit der Halle durch Amerika. Dann bin ich 2 Monate selber nach Amerika gegangen, um dort eigentlich zu reisen. Bin dann aber in Santa Monica hängen geblieben und habe mein zweites Buch geschrieben damals. Und dann war ich 2011 im Dschungel. Aber ganz ehrlich, was mir immer fehlte, war Promi Big Brother. Und hier bin ich. Das freut uns sehr, dass wir die Checkliste quasi ab morgen dann vervollständigen können. Aber du hast es gerade eben schon gesagt, du warst auch im Dschungelcamp. Was glaubst du, wird anders bei Promi Big Brother? Na, ich hoffe, dass wir keine Kakerlaken essen müssen. Oder ich habe ja damals den Hirschpenis probiert. Das wäre schön, wenn es nicht so wäre. Wie war der so? Was man der Presse entnehmen konnte,
war, dass es um Fußball geht. Und ja, Katar fängt, glaube ich, am 20. an. Wir werden also Spiele mit Bällen haben. Darauf freue ich mich sehr. Auch wenn ich ein bisschen lahmgelegt bin, nach wie vor. Ich habe ja einen Bühnenunfall gehabt bei den Karl-May-Festspielen. Und ich sage mal, mein Trittbein, mein rechtes, da habe ich ja immer noch den Innenbandanriss und ein bisschen lädiert. Aber hey, ich kann viele andere Dinge machen und ich werde mich nicht scheuen, dabei zu sein. Ich würde vermuten, Big Brother nimmt darauf Rücksicht, wenn es denn Ich Spiele glaube, gibt. Das können wir auch jetzt ein bisschen aufklären, oder? Dass wir zwar in unseren... Wir warten vielleicht noch, bis Kathi aus der Leitung Ach ist. Ach so, gut, aber, Kathi. Genau. Kathi, wir warten, bis ich aus der Leitung bin. Ja. Ah, es ist sehr schön, dich zu sehen, will ich dir mal ganz ehrlich sagen. Du hast uns immer in den vielen Jahren, was du gerade beschrieben hast, so mitgenommen, was gut und schlecht läuft in deinem Leben. Und das ist ja grundsätzlich erstmal was man als schön empfindet, wenn jemand nicht immer so eine Hülle aufrecht erhält, sondern du hast ja auch ganz deutlich gemacht, wenn es mal nicht so gut ging, du siehst ganz toll aus und es freut uns unglaublich, dass du bei unserer Show mitmachst. Du wirst diese ganze Bande sehr bereichern. Danke dir. Ich hoffe, die Bande bereichert mich. Das werden wir alle sehen, ab morgen, Kathi. Ich freue mich, euch zu sehen. Jochen, dich habe ich lange nicht gesehen. Marlene, ich weiß, wir haben für Share gerade eine Aktion gemacht. Ich hoffe, die läuft jetzt gerade schon. Ja. Für Obdachlose. Obwohl wir uns nicht begegnet sind. Und wir kennen uns seit vielen Jahren. Du weißt, ich liebe euch beide. Und ich freue mich auf eine gute Zeit im Haus. Ich hoffe, alle gehen respektvoll miteinander rum. Und wenn nicht, dann muss man vielleicht auch mal das ein oder andere offene Wort sprechen. Ja, eine letzte Frage hätte ich nämlich noch an dich, weil du ja eben auch bei einem ähnlichen Format mit warst. Was ging dir da denn am meisten auf den Wecker? Oder mit was können dich deine Mitbewohnerinnen und Mitbewohner auf die Palme bringen? Also grundsätzlich ist es so, dass es ja immer die Menschen sind, gerade im Dschungel, und nicht die Tiere, die am meisten nerven, in Anführungsstrichen. Ich lasse mich erstmal auf alles ein. Ich glaube, das hat sich gut bewiesen. Und gehe respektvoll mit allen. Ich traue mich auch über jeden umzudenken, über den ich draußen schon was anderes gehört habe. Und ich glaube, das ist das Spannende. Gruppenbildung, Mobbing ist nicht so meins, Unwahrheit. Aber was ist die Wahrheit, was ist die Unwahrheit? Vielleicht klären wir das ein oder andere. Ja. Das sind auf jeden Fall die besten Voraussetzungen, wenn wir das so hören, um dann auch morgen dann dabei zu sein bei Promi Big Brother. Kathi, wir müssen dich jetzt an dieser Stelle leider schon verabschieden und hoffen, dass wir dir etwas Abwechslung in den tristen Hotelalltag nochmal gebracht haben heute Morgen. Bald haben wir uns, lieber. Auf jeden Fall haben wir dich dann. Richtig. Also, Kathi, ganz viel Erfolg und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Aber dir blieb ja auch nichts anderes übrig im Hotel, ne? Sagen wir es ehrlich. Halt durch, wir freuen uns auf dich. Tschüss, Kathi. Tschüss, Liebe. So, jetzt ist Kathi auch raus. Und für alle, die sich das im Übrigen auch immer gefragt haben, warum diese ganze Geheimhaltung, warum hält Sat.1 die Namen so lange zurück? Wir wollen natürlich, dass die Promis auch untereinander vorher so wenig wie möglich voneinander mitbekommen, wer dabei ist. Und deshalb auch diese Hotelquarantäne, die gab es auch vor Corona schon. Damit es keine Absprachen gibt, auch die sich ja, oder so sind, es gibt ja einige Bewohner, die in anderen Formaten angeblich Absprachen getroffen haben. Und diesmal was macht Jay Khan eigentlich? Er möchte diesmal ungescriptet in dieses Format gehen. Das ist doch auch schön. Ich glaube, Jay Khan hat ein richtiges Trauma davon getragen. Ja. Wenn du einmal, das muss man ja auch sich immer mal so vorstellen, also genau unsere Bewohner und Bewohnerinnen, die treten da jetzt ein, die fangen an, dieses Spiel zu spielen. Die haben keine Ahnung nach Tag 2, 3, was denkt die Außenwelt? Und dann kommen noch 2 Wochen. Und sie ahnen dann ja überhaupt nicht, was unter Umständen für eine Außenwirkung sie hervorgerufen haben mit irgendeiner Aktion. Und in übelster Weise hat Jay Khan es am eigenen Leib erlebt. Und ich habe gestern gedacht, als er da reingegangen ist, da ist aber eine Menge passiert. Also der ist gereift zu einem interessanten Mann irgendwie. Ja, und natürlich auch. Ist es dann interessant, wie wird er sich weiter verhalten im Haus. Aber also der hat eine wirkliche Wandlung hingelegt. Total. Erwachsen geworden ist er. Ja. Ja. Was du gerade eben schon sagen wolltest, ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Ja? Und alle warten wahrscheinlich jetzt drauf. Wir gehen hier die Tür raus und dann steht da unser Fußballstadion. Ich weiß nicht, woher das Gerücht kommt. Doch, wir wissen ja, woher das kommt. Von unserem Podcast. Ja, wir haben eben den Dreh gehabt, den Marketing-Dreh für diese Staffel. Und
Das wurde an eine große Zeitschrift geleakt und so kam dann eben dieses... Ja, man darf nicht immer alles glauben. Nee, man darf nicht alles glauben. Also Fußball ist definitiv nicht unser Thema. Wir haben es ja auch gerade gesehen, wir haben eine Garage, einen Dachboden. Sollte es noch einen anderen Bereich geben, ist es auf jeden Fall kein Fußballfeld. Irgendwas ist ja meistens zwischen Garage und Dachboden. Ja, die Mitte. Es ist nicht ein Fußballfeld und genau das ist ja eigentlich unsere Idee. Dass wir, und die finde ich wirklich ganz toll. Ich finde auch ganz toll, dass wir mal im Winter senden. Einfach, warum nicht? Warum sollten wir es nicht jetzt machen? Weil wir leben in einer Zeit, wo wir, um gesund zu bleiben, auch mal einfach Leichtigkeit brauchen. Wir brauchen Themen, die nicht eine Schwere haben, wo wir nicht denken müssen, wie machen wir es richtig? Ist es so oder ist es so richtig? Sondern man kann einfach ein bisschen beobachten, wie machen es die da draußen? Was machen Marlene und Jochen? Was machen die Bewohner? Was macht Big Brother? Es ist, glaube ich, ein riesengroßer Spaß, der uns erwartet. Absolut. Uns tut das gut, Ihnen hoffentlich auch wird das gut tun. Einfach, ob Sie Fußballspiele gucken oder nicht, danach auf jeden Fall kommen wir und das... Bis zum Finale. Ja. Das war auch auf jeden Fall schon eine Frage von unseren Journalistinnen und Journalisten. Jetzt noch mal kurz der Aufruf, wenn Sie jetzt noch Fragen haben zum Haus, zu den Bewohnerinnen und Bewohnern, die wir jetzt gerade eben gesehen haben, jetzt noch bei Teams stellen. Und wir gucken uns jetzt noch einmal alle 15 an, denn jetzt sind sie offiziell. Damit starten wir ab morgen. Das sind unsere 15 Promis für Promi Big Brother, die Jubiläumsstaffel. Hier haben wir sie noch mal auf einen Blick. Und jetzt sind sie auch vollzählig. Und ich bin wirklich frohen Mutes und guter Dinge, dass das eine absolut geniale Mischung ist aus Leuten, die schon Erfahrung mitbringen im Reality-Business, aus Leuten, die man vielleicht mal im Reality gesehen hat, die aber noch nicht die große Bühne erhalten haben. Leute, die man, wie Jörg Knörr, auch ewig gefühlt nicht gesehen hat, wo man dachte, wo kommt der denn jetzt plötzlich her? Also das ist unsere Startaufstellung, um noch einmal letztes Mal im Fußballjargon zu bleiben an der Stelle. Tolle Persönlichkeiten, finde ich. Es sind ein paar dabei, wie du sagst, wo man erstmal noch mal gucken muss, ach Gott, das Gesicht habe ich vielleicht schon mal gesehen, aber vielleicht auch nicht. Und dann eben Menschen, die unser Herz schon mal berührt haben, so wie Menderes. So wie aber auch zum Beispiel Michaela Schäfer. Jörg Knörr ist ein unheimlich talentierter Mensch, der hatte seine eigene Show, der war mal ein ganz großer. Und das ist ja zum Beispiel auch ein Teil unserer Branche, dass sowas auch kommen kann und gehen kann. Kathi hat es auch am eigenen Leib erlebt, ist aber immer noch eine vielbeschäftigte Schauspielerin und eine wirklich talentierte Frau. Und alle diese Menschen kommen jetzt zusammen. Und oft ist es ja so, dass die, die jetzt gar nicht erstmal so vermeintlich bekannt sind oder nicht so bekannt sind oder vielleicht nur einer bestimmten Zielgruppe bekannt sind, dass die dann am spannendsten sind, weil die eben auch viel erzählen. Aber du hast es gerade sehr schön gesagt, Kathi Karrenbauer ist eben auch eine Persönlichkeit, die man kennt, die aber immer ihr Herz auf der Zunge getragen hat und uns eben auch teilhaben hat lassen an ihrem Leben. Mhm. Und das ist ja weitaus spannender als diese sehr bekannten Prominenten, wie zum Beispiel damals Natascha Ortsenknecht, die eigentlich immer nur gesagt hat, sag das nicht, mach das nicht. Also das dieses ist halt Format schon kannten. Ja, ja. Wir haben jede Menge Fragen, deshalb würde ich direkt übergehen in den, Fragenblock. Kleines Nieserchen zwischen uns, entschuldigen. direkt rübergehen in den Fragenblock, gemischt, sowohl von Facebook sehe ich, YouTube, über die Join-Me-App und Journalistinnen und Journalisten wollen vieles wissen. Manuel Japes von der Bild, gibt es auch einen Fußballplatz vor Ort? Irgendwo hier in Ossendorf ja, aber hat nichts mit der Sendung zu tun. Nicht bei uns. So, dann haben wir Leon Sitte vom Podcast All You Need Is Talk. Wird man in dieser Jubiläumsstaffel auch zurückblicken auf 9 Staffeln mit Ex-Kandidatinnen? Nicht, dass wir wüssten. Noch wissen wir davon nichts, aber... Big Brother ist ja immer für eine Überraschung gut. Wollte ich gerade sagen, es kann sich noch sehr viel entwickeln. Eben, dann stellt er direkt Anschlussfragen. Wie viele Bereiche wird es geben? Bisher 2. Mindestens zwei. Zitat, mindestens 2. So, das ist, glaube ich, ein gutes Wording dafür. Wird es in diesem Jahr noch einen Pennymarkt geben? Ja. Also ich glaube, da freuen wir uns ja immer am meisten drauf. Und ihr oder sie zu Hause ja auch, wenn sie dann mit abstimmen dürfen, wer denn in den Pennymarkt darf und es dann immer sehr, sehr lustig wird, ist es ja auch gerne mal eine Person, die dann öfter da ist. Das, glaube ich, wird diesmal ein bisschen anders sein. Ich glaube, die müssen sich tatsächlich auch ein bisschen abwechseln, aber der Penny ist nach wie vor dabei. Beim Einkaufen haben uns Menschen schon sehr beeindruckt und haben und sehr enttäuscht. Und sehr enttäuscht und haben auch schon wirklich gezeigt, dass sie nicht drauf haben. Und amüsiert, genau, Hauptsache das. Das stimmt. Emmy, Pammy, Penny, unvergessen. Wir haben 2 Fragen einmal gebündelt von Christina von Promiflash und Patricia Kempf von web.de GMX. Sie vermissen den Luxusbereich, wird es gar keinen geben. Haben wir doch die Garage.
bisher. Werden wir sehen, genau. Bleibt dran, schaltet also ein. Wir dürfen hier nichts verraten an dieser Stelle. Nein. Von diesem Thema. Ein bisschen was wollen wir ja auch morgen vielleicht noch sehen. Dann haben wir noch einen Facebook-Kommentar von Sven, der einfach mal schreibt, das neue Studio sieht mega aus und wunderschön, finden wir im Übrigen auch. Ach, das ist ja schön. Ja. Gehen wir weiter, ne? Und ja. Ihr seht ja nur die Hälfte von diesem Studio. Da hinten ist ja noch ein riesen Spielfeld und Zuschauertribüne und alles, ne? Also und das finde ich zum Beispiel ziemlich gut diesmal, dass das Publikum und natürlich auch die Fans, die Verwandten, die Freunde und Familie, dass die so nah dran sind. Mhm. Das wird, glaube ich, für unsere Bewohner und Bewohnerinnen immer ein richtig wichtiger Moment, wenn sie dann hier antreten dürfen. Es fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen anders an als in der Arena, wo natürlich frische Luft und Regen, also selbst im August haben wir oftmals gefroren. Ja. Das Publikum war draußen, es fühlt sich ein bisschen anders an, aber es ist ja auch ein neuer Twist. Es ist nicht nur der Winter, sondern wir haben ein paar Neuerungen auch in unserem Format und freuen uns einfach auf einen neuen Spirit. Da machen wir direkt weiter. Sigrid Schulz von Promis und mehr fragt: Liebe Marlene, du hast letzte Woche im Frühstücksfernsehen gesagt, dass du bei einem Bewohnernamen laut aufgeschrien hättest vor Freude. Welcher war das? Also der laute Aufschrei kam, wie ich es eben schon erzählt habe, von meiner Tochter Jeremy Fragrance. Mhm. Ich kannte diesen Mann noch nicht und habe dann gegoogelt und habe gedacht, das gibt's doch, das kann ja gar nicht sein. Aber der Freundeskreis meiner Tochter. Aber bei Jörg Dahlmann bist du ausgeflippt. Ich bin bei Jörg Dahlmann, ja, ja, das stimmt. Aber ich wollte nur sagen, der ganze Freundeskreis meiner Tochter, die werden völlig ausrasten, weil für die ist Jeremy Fragrance wirklich ein Superstar. Ja? Und Jörg Dahlmann, habe ich auch schon gesagt, das finde ich toll. Also ein bisschen Fußball haben wir dann ja doch bei uns. Ja. Dann haben wir nochmal Leon vom Podcast All You Need Is Talk. Werden im Laufe der Staffel noch weitere KandidatInnen einziehen? Geplant nicht, sagen wir es mal so. Nee. Was ich gut finde. Also beim letzten Mal haben wir so ein bisschen experimentiert und jetzt sind erstmal alle, sie sind alle drin und können zeigen, was sie drauf haben. Über die Join Me App schreibt Florian Berlin: Habt ihr Angst, dass der Parfümschnüffler auch an euch riechen möchte? Vielleicht beim Auszug? Sollen wir machen. Mal gucken, ob er dann auch so guckt. Aber die Frage ist, wie wird Jeremy riechen, wenn er wieder rauskommt? Genau. Auch das wird interessant. Ne? Dann werden wir auch so machen. dann schreibt Glenn über YouTube, wir senden noch über YouTube: Liebe Grüße, bin schon gespannt auf den ersten Beef mit Sam Dillon. Ich fand ihn zu Beginn von Prince Charming mega sympathisch und dann fiel die Maske. Er wird bestimmt für viel Unterhaltung sorgen. Das ich finde immer so skurril, das war gestern auch bei der Valentina schon so ein ganz klein bisschen zu sehen, dass manche Menschen es so als ihren eigenen Charakterzug sehen, sich zu streiten. Also da denke ich immer, was steckt dahinter? Ja? Das muss ja irgendwie auch, das muss ja in deinem Sendezeit. Leben... Immer Sendezeit. Zum einen Sendezeit, vielleicht dann also wirklich drauf geschafft, aber unter Umständen auch irgendwas, was im Leben vielleicht ein bisschen schiefgelaufen ist, wenn du so erpicht darauf bist. Ständig weil man Drama so gerne um dich zu haben, finde ich auch anstrengend. Drama. Aber ja, für uns wird es natürlich toll sein, für die Staffel. Ja. Dann haben wir noch Franziska Seidel, steht jetzt kein Medium dabei, aber über den Teams-Chat: Wie wurden die Promis ausgewählt? Das ja, da ich, gibt es halt den großen Bruder, ne? Big Brother und unseren Oberchef Rainer Laux, der natürlich, das muss man auch sagen, es ist auch eine Kunst. Es ist auch eine Kunst, die richtigen Promis zu finden. Die Kunst auch über das ganze Jahr natürlich mit den Promis Kontakt zu halten. Es gibt einige, die brauchten Jahre, die wurden richtig bearbeitet und nach Jahren sagen sie dann zu. Und nicht umsonst gibt es bei Promi Big Brother immer mal wieder wirkliche Stars, die sonst noch nirgendwo waren. Ja. Und die Mischung macht's, das muss man halt immer sagen. Also da hat unsere Redaktion einfach ein richtig gutes Gespür dafür, wen man zusammenpackt. Aber es gibt auch total Promis, die sich bewerben übrigens. Das hat, glaube ich, Sam Dillon doch gestern auch so angedeutet. Ne? Hat er irgendwie einen anderen gefragt. Bist du gefragt worden oder hast du dich selber beworben? Also das gibt's natürlich auch. Manche stehen hier jahrelang vorm Zaun und rütteln, ne? Wie Gerhard Schröder, einzig will da rein. Aber kommt halt nicht jeder. Ne? Glenn Riedmeier von TV Wunschliste will noch wissen, das habt ihr vorhin schon mal kurz angesprochen, warum hat man sich gegen eine Ausstrahlung der Staffel im Sommer entschieden, wo PBB doch verlässlich gute Quoten erzielt hat? Ich finde ja immer gut, wenn man sich, obwohl etwas gut läuft, traut, noch einen neuen Twist reinzubringen. Ich könnte mir vorstellen, dass es so in der Vorweihnachtszeit und jetzt, wie ich es gerade beschrieben habe, in der Zeit, wo wir auch irgendwie Ablenkung brauchen, Unterhaltung brauchen, dass es genau richtig sein könnte. Und nach dem Fußball, hey, was willst du sonst gucken? Und wir hatten, also ich bin sehr gespannt, wie die Staffel dieses Jahr performen wird, weil wir hatten einfach einen so krassen, heißen, tollen Sommer. Also ich hätte mich wahrscheinlich auch schwer getan, mich um Viertel nach zehn oder Viertel nach acht vor den Fernseher zu setzen. Insofern finde ich das ganz toll. Wir hatten auch einfach jetzt mal ein paar Wochen im Sommer, die wir für uns nutzen konnten. Das war auch ganz schön. Das stimmt. Es war aber ungewohnt, oder? Ja, es war total komisch. Den ganzen August irgendwie frei zu haben, war strange. Ja.
Aber an sich gucken, also ich selber gucke lieber im Winter fern. Und ich mache es mir gerne gemütlich, ich gucke gerne einen schönen Film. Oder ich bin wirklich dankbar um schöne Ablenkung, weil sich um das Leben kümmern, um die Kinder, um seinen Haushalt, seine Finanzen machen, seinen Job machen, alles, das ist erwartet, also es fordert so viel von uns Menschen, ja. Und dann ist schön gemachte Unterhaltung mit lustigen Menschen wirklich was Gutes. Aber auch da ist es wie mit unserem Haus, mit der Welt, es gibt halt immer wieder was Neues. Und ich erinnere mich, wir waren auch mal im September, auch mal im August, es war ja nie immer genau das gleiche Datum, an dem wir gestartet sind. Dieses Mal ist es der Winter geworden und mal sehen, was Big Brother daraus macht und welche Überraschungen es noch gibt. Oliver Stangl, dann gehen wir jetzt auch in die letzte Runde von Cook. Sie hat ein paar Fragen. Fragenmarathon kommt jetzt an euch beide. Welche Staffel bleibt euch besonders in Erinnerung und warum? Michael Wendler, Hubert K. und Ronald Schill, muss ich sagen. Die war schon echt Legende. Krass. Mhm. Dann die nächste direkt, Kurzfragerunde. Was war euer emotionalster Moment bisher bei Promi Big Brother? Ja, also mein emotionalster war definitiv meine erste Staffel, also die zweite, in der dann Aaron Troschke gewonnen hat, den kaum jemand kannte, was mich damals total zu Tränen gerührt hat. Und ich weiß, in der Abmoderation habe ich kaum mehr Worte gefunden, weil ich so gerührt war. Ich finde immer, wenn es menschelt, wenn Leute füreinander da sind, Zwischenmenschlichkeit entsteht, dann geht mir das Herz auf und das sind immer ganz besondere Momente, finde ich. Mich hat sehr berührt, als Joey Heinle in unserer Staffel mit dabei war und wirklich erst in so einer, durch so eine Dynamik, die man halt von außen so unheimlich gut beobachten konnte, wie sie so oft auch in Arbeitsumfeldern oder in Freundeskreisen stattfindet. Der war auf einmal in der Ecke, wo wirklich jeder dachte, er kann draufhauen. Das war dann ganz schlimm und wir haben wirklich gedacht, um Gottes Willen müssen wir den schützen. Und dann ist eine Person sozusagen mutig gewesen vorangegangen und hat gesagt, jetzt ist mal hier Schluss. Und es hat sich aufgelöst. Und das, sowas liebe ich an Promi Big Brother, weil man daran erkennen kann, wie es eben auch gehen kann. Und was es so für Dynamiken gibt, das hat mich sehr berührt. Und unabhängig davon haben wir das, muss man dazu sagen, natürlich ja auch immer noch mal im Blick, die Redaktion. Na klar. Logischerweise, wenn sowas passieren sollte, dass dann auch reagiert wird. In dem Fall hat sich es unter den Bewohnern gelöst und das ist natürlich noch besser. So, ich lese hier im Übrigen nur stellvertretend ganz viel Liebe für Kati Karrenbauer, als wir die eben verkündet haben. Schön, die Join Me App und auf YouTube. Freuen sich alle mega, genau wie auf Michaela Schäfer lese ich hier. Ihr könnt natürlich gerne noch weiter diskutieren in der Join Me App über unseren Cast 2022. Das bisher mal die Fragen. Es sind noch jede Menge da. Wir können leider nicht alle beantworten. Falls es dringende sind, dann werden wir das im Nachgang natürlich an die Journalistinnen und Journalisten noch nachreichen. So, und jetzt gucken wir uns einmal noch ganz kurz an, wie Jeremy Fragrance auf dem Dachboden landet und was wir morgen vielleicht tun, ab 20.15 Uhr in der Startshow zu sehen bekommen. Denn da gibt es schon... Naja, sagen wir mal, es wird Beef gereicht unter den Konserven. Guck mal, wie ich aussehe. Das sieht doch gut aus. Dein Ernst? Das ist so DDR-Look 1987. Hallo. Oh, super. Ah. That's it. Not bad. Ja, ich muss etwas äußern. Ich werde meinen Anzug anbehalten und mich nicht umziehen. Das ist ja mein Signature-Look. That's the way it is, guys. Der geht mir irgendwie auf die Nerven, auch mit seinem nicht umziehen und sowas. Vielleicht kannst du es versuchen mit ein bisschen Humor. Nein, das könnte ja eher hilfreich sein, dass ich dadurch noch bekannter werde. Guck mal, das ist der Typ, der sich widersetzt hat. Aber wenn wir alle Konsequenzen dadurch kriegen, dann ziehst du dich doch um, oder nicht? Nein, natürlich nicht. Ja, das ist aber asozial. Wenn wir hier alle drunter leiden, nur weil du deinen scheiß Anzug anlassen möchtest, dann sieht's aber anders aus. Leute, ihr müsst das einfach mal checken. Thema ist gegessen, Anzug bleibt, Punkt. Da wird selbst das aufschlussreichste, rationalste Gespräch auch nichts bringen. Und das könnte in den nächsten Tagen und Wochen natürlich zu Problemen führen. So, Punkt. Da muss man sagen, da waren die keine Stunde zusammen. Eben. Ne? Also, und Jay Kahn und Jeremy Fragrance hatten eigentlich einen ganz guten Start, wie ich das mitbekommen habe. Ich freue mich mega auf morgen. 20.15 Uhr geht's los mit Promi Big Brother, die 10. Staffel. Und ich sage jetzt an dieser Stelle einfach nur ein riesen Dankeschön an Marlene Lufen, an Jochen Schropp, dass ihr heute Morgen da wart. Und morgen sehen wir euch dann hier in eurem Wohnzimmer. Wie gesagt, ich mache es nur einmal sauber, kehre die Reste weg. Ja, ja, und ja, dann übergeben wir das Besen rein. Vielen Dank
Dank ans gesamte Team von Endemol Shine, von Rainer Lauchs Productions und insbesondere nach Unterföhring an alle von Sat1 vom PBB-Team, die hier auch mitgewirkt haben an dieser Sendung. Vielen lieben Dank. Und am Ende haben wir noch einen kleinen Ohrwurm, der uns die nächsten 2,5 Wochen begleiten wird. Oh ja. Das offizielle Musikvideo von Herrn Wolf Schmidt mit Es geht um alles. Jetzt in der Welturaufführung hier. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Schönen Tag. Danke euch. Alles pulsiert, die Aufregung steigt, die Menge tobt. Jetzt ist unsere Zeit, Energie und im Scheinwerferlicht ein Team, von dem die Welt morgen spricht. Okay. Jetzt mal ganz im Ernst. Wir sind doch alle nur wegen einer Sache hier. Du weißt es. Ich weiß es. Wir alle wissen es. Es geht um. Es geht um. Es geht um. Es geht um alles. Es geht um die Wurst. Einer für alle. Und alle für die Wurst. Es geht um. Eskalation, alles bebt, alles zittert. Spürst du das Synapsengewitter? Energie und zum Scheinwerferlicht ein Team, von dem die Welt morgen spricht. Meine Damen und Herren, jetzt nochmal in aller Höflichkeit. Wir sind heute Abend nur wegen einer Sache hier. Sie wissen es. Ich weiß es, alle Anwesenden wissen es. Es geht um, es geht um, es geht um.